Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele und all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer aber wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus, schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wodurch können wir ewiges Leben gewinnen? Wenn wir versuchen, nach den Geboten Gottes zu leben, würden wir wahrscheinlich antworten. Genauso antwortet der Schriftgelehrte. Aber er antwortet auf der Basis des Gesetzes des ersten Bundes, des Alten Testamentes. Jene Antwort, die er gibt, ist nicht neu, wenn Jesus sie hätte gegeben. Es ist ein Wort oder es sind 2 Worte aus dem Alten Testament, die hier zusammengefasst werden und die all die vielen Vorschriften, die das Alte Testament kennt, in dem Gesetz zusammenfasst. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinen ganzen Gedanken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn Jesus sagt, du hast sehr gut geantwortet, dann spüren wir, das ist genau in der Linie, die Jesus selber auch gesagt hätte und die an anderer Stelle eher antwortet, als er danach gefragt wird.
Gottes Wort ist voller Kraft. Das soll deutlich werden in diesem Wort. Aber dieser Schriftgelehrte, er will sich rechtfertigen. Wer ist denn mein Nächster? Und dahinter steht die Frage, ist mein Nächster mein Volksgenosse? Ist mein Nächster der, der aus meinem Stamm ist? Mein Nachbar, mit dem ich zusammenwohne? Meine Familie? Wer ist denn mein Nächster? Und im damaligen Verständnis war eben nicht jeder der Nächste. Da waren die Fremden, da waren auch die Bewohner von Samarien durchaus nicht der Nächste, sondern das waren Menschen, auf die man herabblickte, die man ein Stück weit sogar verachtete, gering schätzte, gerade die Menschen aus Samarien, einem Landstrich zwischen Galiläa und Judäa gelegen. Sie waren schon vor der babylonischen Gefangenschaft Menschen, die sich von dem Weg Israels gelöst, andere Sitten, andere Bräuche auch angenommen hatten, aber das Gesetz als Grundlage, das Gesetz des Mose lebten, aber die zum Beispiel nicht nach Jerusalem gingen, um dort anzubeten, sondern auf dem Berg Gerizim. Mit einem Samariter ging man damals eher so um, dass man ihn nicht beachtete, ja eher sogar verachtete. Wenn Jesus in seinem Gleichnis hier erzählt, dass der Priester und auch der Levit, beides Männer, die im Tempel ihren Dienst getan hatten und von Jerusalem hinabgingen nach Jericho, das waren gute 25 Kilometer Strecke, das war schon ein ordentlicher Weg. Und es war ein beschwerlicher Weg. Es war ein Weg durch ein Wadi hindurch, durch das man ging. Also wenn es stark regnete, dann schoss das Wasser da hindurch, dann war es gefährlich, da hindurch zu gehen. Und zu anderen Zeiten war es gefährlich, weil Räuber in der Umgebung lagerten, die dort Menschen überfielen, die unterwegs waren, oder auch wilde Tiere, die einen überfallen konnten. Also kein ganz ungefährlicher Weg. Aber es war ein Weg, den viele Menschen gingen, auf dem viele Menschen auch unterwegs waren, weil man aus dem Jordantal über Jericho hinauf nach Jerusalem hinaufsteigen konnte, wenn man zum Beispiel auf dem Pilgerweg war, nach zum Tempel hin. Jesus stellt diesen Mann aus Samarien vor als einer, der Mitleid hat. Als einer, der nicht darauf blickt, wer liegt denn da, gehört er zu meinem Volk, sondern als einer, der in diesem Mann erkennt, da ist jemand in Not, da braucht jemand Hilfe, sonst stirbt er womöglich. Und er nimmt sich seiner an. Er tut das, was damals üblich war, wenn jemand verwundet war, Öl und Wein in die Wunden zu gießen, sie so zu reinigen, zu verbinden, ihn in eine Herberge zu bringen. Und er gibt sogar 2 Denare, also 2 Tageslöhne, dem Wirt, damit er für den Verletzten sorgen kann. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Mann aus Samarien erweist sich als einer, der barmherzig ist. Als einer, der nicht schaut, wer ist der andere, sondern der einfach nur die Not sieht und sich dessen annimmt. Und Jesus sagt, geh hin und handle genauso. Liebe Schwestern und Brüder, am Donnerstag naht sich, dass diese furchtbare Flutkatastrophe an der Ahr, an der Arft,
an der Wurm, in Wuppertal, im Sauerland, aber auch in unserer Gegend sich hirt. Wie viele Menschen haben damals nach dieser Flutkatastrophe aus ganz Deutschland gekommen, um den Menschen beizustehen und zu helfen? Sie haben nicht gefragt, wer ist das, sondern sie haben gesehen, da sind Menschen betroffen, da brauchen Menschen Hilfe und ich bin da. Wie viele Menschen haben geholfen, nachdem die Russen eingerückt waren in der Ukraine und haben sich der Flüchtlinge angenommen, die überall in Europa Zuflucht gesucht haben, bis hin, dass sie ihnen Unterkunft gewähren und sie aufgenommen haben. Wie viele Menschen haben 2015, als die große Flüchtlingswelle war aus Syrien und aus anderen Teilen Afrikas, Asiens, dass sie bereit waren, zu helfen, zu unterstützen, einfach da zu sein. Wir erleben das immer wieder, wie Menschen da sind und sagen, ja, der andere ist in Not, ich helfe, ich unterstütze. Und wer es nicht ganz persönlich tun kann, der tut es, indem er spendet über die verschiedenen Hilfswerke. Da zu sein für den anderen, für den, der in Not ist. Es ist etwas, das, so habe ich das Gefühl, für uns so ganz selbstverständlich geworden ist. Ich kann nicht an der Not des anderen vorübergehen. Da muss ich helfen, da muss ich eingreifen, da muss ich handeln. Aufgrund eines Erlebnisses, das ich in meiner ersten Kaplanstelle hatte, habe ich mir etwas ganz Besonderes als Gebetsunterstützung angewöhnt. Damals war in einem kleinen Ort, wo wir einmal die Woche Gottesdienst hatten, neben der Kapelle eine Feuerwehrwache, der Freiwilligen Feuerwehr. Und während des Gottesdienstes ertönte der Alarm und wenig später hörte man von dieser Feuerwache die Rettungsfahrzeuge ausrücken. Damals habe ich erstmalig den Gottesdienst unterbrochen, habe gesagt, lasst uns beten für die Menschen, die da in Not sind und lasst uns denken an die, die jetzt eilen, ihnen zu helfen. Und das hat sich so sehr bei mir eingebrannt, dass ich seitdem immer dann, wenn ich das Martinshorn von Polizei, von Feuerwehr, von Krankenwagen höre, ein kurzes Stoßgebet in den Himmel richte. Herr, sei bei denen, die in Not sind, sei bei denen, die ihnen jetzt zu Hilfe eilen. Ich kann nicht anders helfen. Aber wenn die, die anderen ausrücken zu helfen, so begleitet werden in ihrem Dienst, liebe Brüder und Schwestern, dann glaube ich, dass das nicht ein vergebliches Gebet ist. Und wie gut wäre es, wenn wir nicht sensationslüstern schauen, wohin fährt denn der Wagen, wer ist denn da wohl in Not, sondern beten würden. Herr, sei bei denen, die in Not sind und bei denen, die ihnen jetzt zu Hilfe eilen. Auch so können wir handeln. Auch so können wir immer wieder ganz aktiv an die denken, die in Not sind und Hilfe brauchen. Jesus sagt, geh und handle genauso. Amen.